Es ist eine Rettungsaktion der besonderen Art. Mit Hilfe von Lastwagen und einem Kran werden Kaimane im Westen Paraguays aus Pfützen gehievt. Mehr ist vom Fluss Pilcomayo, der in Bolivien entspringt, nicht übrig geblieben. Er führt zwischen Dezember und April große Mengen Wasser, schwemmt dabei aber Sedimente an, die den Flusslauf verstopft haben. Nun fließt hier gar nichts mehr. Hunderte Kaimane sind deshalb bereits gestorben, durch Austrocknung oder Kämpfe mit Artgenossen um die verbliebenen Wasserstellen. Immerhin 50 Tiere konnten bei der Aktion gerettet werden. Tierschützer machen die Regierung für das Problem verantwortlich. Die Behörden hätten zu wenig gegen das Austrocknen getan, beklagen die Aktivisten.